Schönen guten Abend. Wir sind in DB im Moment dabei, etwas systemneue Programmierung zu machen. Und da haben wir gesehen, dass wir mit Fork Kindprozesse erzeugen können. Gell? Und ja, je nachdem, wer dann länger arbeitet, gell? Ob das Kind länger arbeitet oder der Elternprozess. Gell? Und ja, da kann was passieren. Gell? Da kann es passieren, dass der Kindprozess zum Zombie wird. Gell? Wenn nämlich der Elternprozess länger arbeitet als der Kindprozess und das Ende des Kindprozesses nicht überwacht, gell, dann wird der Kindprozess nicht erlöst und er bleibt im System hängen und ist ein Zombie. Gell. Und um das zu machen, muss der Elternprozess das eben berücksichtigen, gell, also er muss das handeln. Gell. Und da haben wir jetzt schon gesehen, es gibt zwei Möglichkeiten, die wir schon betrachtet haben. Gell. Also die erste ist ganz die einfache, aber nicht unbedingt die nette. Gell. Und die besagt einfach, aha, wir verknüpfen das Signal des Sick Child gell, mit diesem Sick in Your. Gell. Das bedeutet, dass wenn das Sick Child zum Elternprozess kommt, also der Elternprozess darüber informiert wird, dass der Kindprozess zu Ende hat, dann, ja, dann ist nichts, gell? Das wird ignoriert, fertig, gell? Und der Kindprozess ist kein Zombie, gell? Aber der Elternprozess hat damit dann auch keine Möglichkeit mehr zu überwachen, ob der Kindprozess fertig hat oder nicht fertig hat, ob er überhaupt noch hier ist, gell? Oder wie viele Kindprozesse noch hier sind, gell? Um jetzt eine aktive Überwachung über die Arbeit und über das Ende der Kindprozesse zu haben, gell, verwendet man was anderes. Man verwendet eine Funktion, die Wait heißt, gell? Also der Elternprozess, nicht der Kindprozess, gell? Sondern der Elternprozess muss dann auf das Ende der Kinder oder des Kindprozesses warten, gell? Und was macht er? Er ist dort drinnen, gell? Und er macht dann ein Wait, gell? Okay, so, da haben wir es. Das heißt also, er wartet. Und warten bedeutet, er ist hier in der Ausführung blockiert. Gell? Also wenn das Wait aufgerufen wird, dann steht die Ausführung, bis das Kind zu Ende hat. Gell? Okay? Also das ist Wait. Jetzt ist es zwar ganz nett, gell, dass der Elternprozess da so wartet, gell? Aber es gibt dann Elternprozesse, die haben vielleicht auch was anderes zu tun. Gell? Und ja, da könnte man jetzt eine Lösung machen, dass man sagt, okay, dann schauen wir halt von Zeit zu Zeit vorbei, gell? Okay, so ein bisschen Bullying, gell? Dass man so in Kauf nimmt, dass der ja, Kindprozess zwar zum Zombie wird, gell? Aber nicht lange, gell? Dass man also von Zeit zu Zeit garantiert, dass man das kontrolliert. Gell? Und wenn da ein Kindprozess auch mal ein paar Sekunden gell, oder auch länger als ein paar Sekunden, mal eine halbe Minute oder eine Minute mal ein Zombie bleibt, das ist eigentlich egal, passiert gar nichts. Gell? Passiert gar nichts, wenn ja, wenn es nicht unverhältnismäßig vieles eben da sind, gell, solche Zombies. Gell? Aber nein, nein, ein paar können wir uns schon leisten, gell? Weil wir wissen, dass das Wait dann irgendwann auch durchgeführt wird. Gell? Ah, es gibt aber noch eine Lösung und diese Lösung ist eigentlich ganz eine elegante. Und zwar ist sie, ja, hängt direkt mit der Signalverarbeitung zusammen, also mit diesem Signal. Und anders als hier zu sagen, wenn Sick Child kommt, tu nichts, sagen wir ihm ganz aktiv, wenn Sick Child kommt, dann tu, was wir dir sagen. Gell? Und das ist dann Signalverarbeitung. Gell? Also, wenn Sick Child kommt, dann sagen wir ihm, was zu tun ist. Und ja, das ist schon ein Signalhändler. Gell? Und da gehen wir jetzt in eine Richtung, die wir eigentlich noch nicht besprochen haben. Gell? Und zwar ist das eigentlich Teil der Interprozesskommunikation. Gell? Also, Prozesse, die tauschen sich ja auch aus, gell? Also das ist, ja, in der Schule tauschen wir uns auch manchmal aus, gell? Der eine mehr, der andere weniger, gell? Und die Prozesse, gell? Da gibt es auch solche Prozesse, die können nicht still sein, gell? Ja, die haben dann was zu sagen, gell?
Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und eine der elementarsten Möglichkeiten ist eben das Verwenden von Signalen. Gell? Also man winkt sich zu, gell? Also man schickt sich ein Signal. Gell? Da gibt es nette Signale, auch weniger nette Signale. Gell? Also da, so im Straßenverkehr kennen wir das ja auch. Gell? Okay? Also man winkt mal so da lang oder da lang. Gell? Das geht schon. Gell? Gibt es auch andere Signale, die sollte man nicht zeigen. Gell? Ja, und ja, wir haben gesehen, es gibt ja eine ganze Reihe von Signalen. In der Mahnpage im Abschnitt 7 zu Signal haben wir die Liste der Signale. Und mit dieser Liste von Signalen können wir arbeiten. Gell? Wir können also ganz aktiv in einem Prozess drin definieren, was passiert, wenn ein Signal auftritt. Gell? Wenn also hier dieses Child dann zum Prozess kommt, gell? Dann müssen wir ihm beibringen, was er zu tun hat. Gell? Das ist also Signal Handling. Und da haben wir sowas vorbereitet. Also ein Fork mit Signal Handling. Und da, ja, da braucht man halt wieder ein paar solche Headers, gell? Und wir haben hier die Main, gell? Und in der Main machen wir Folgendes. Wir verknüpfen hier das SigChild mit einer von uns geschriebenen Funktion. Und zwar mit einem Signalhändler, gell? Haben wir ChildHändler genannt, gell? Das ist eine Funktion, die haben wir geschrieben, weil die ist hier darüber. Und ja, die hat eine definierte Schnittstelle, gell? Also sie liefert nichts zurück, ist also eine Void und bekommt ein Integer, gell? Das haben wir jetzt Sign genannt, den Integer. Und ja, und jetzt können wir das ausprogrammieren, gell? Und wenn, ja, was bekommen wir genau hier in der, hier bekommen wir die Nummer des Signals, gell? Und das können wir dann verwenden. Und was muss man machen, damit eben das funktioniert? Man muss das Signal mit dem Händler verknüpfen. Und das funktioniert mit dem Aufruf der Funktion Signal. Gell? Also das ist keine C-Funktion, das ist eine BASIX-Funktion. Die gehört zum Betriebssystem, die gehört nicht zur Programmiersprache. Gell? Okay. Ja, und hier haben wir eigentlich zwei Sachen jetzt mit dieser Funktion verknüpft, gell? Dieses SigChild, gell? Also wenn ein Kindprozess beendet wurde und der Prozess eben dieses Signal bekommt, dass das Kindprozess zu Ende ist. Und das Sig, das Interrupt, gell? Also dieses Unterbrechungssignal. Gell? Und wenn wir da mal hineinschauen, gell? Also nochmal Mahn 7 Signal, gell? Und da suchen wir jetzt dieses Sigint. Dann sehen wir, aha, Unterbrechung von der Tastatur. Ja, was heißt Unterbrechung von der Tastatur? Das heißt, dass wir ein Steuerung C gemacht haben. Ctrl C hat jemand gedrückt auf dem Programm, auf dem Laufenden, gell? Ja, armer Prozess, gell? Der wird unterbrochen, der wird terminiert. Und zwar durch das Signal 2, gell? Das ist dieses Unterbrechungssignal. Und ja, das da wollen wir jetzt auch abfragen, gell? Und jetzt schauen wir mal, also mit Signal verknüpfen wir das und dann programmieren wir aus, was wir machen wollen. Und was wollen wir machen? Also, wir fragen zuerst mal, ja, wer waren da überhaupt, wer angeklopft hat, gell? Weil wir haben ja ein und dieselben Signalhändler für beide Signale angegeben, gell? Also wir könnten auch zwei Signalhändler schreiben, könnten wir auch machen, gell? Okay, aber wir haben einen Signalhändler geschrieben. Und was passiert denn da? Da passiert Folgendes. Es wird gefragt, aha, was SigChild? Hat also ein Kindprozess fertig gerechnet? Dann gibt es aus, gell? Also sagen wir da, SigChild ist gekommen. Und ja, und was machen wir, wenn SigChild gekommen ist? Da müssen wir ja diesen Kindprozess erlösen, damit er kein Zombie bleibt. Gell? Und das machen wir mit Wait. Gell? Also Wait, ich übergebe hier keinen Zeiger auf ein Integer, gell? Also auf eine Variable, sondern einfach nur Null.
weil ich nicht abfrage, was passiert ist und was zurückgekommen ist. Und was mir Wade liefert, das gebe ich dann aus, das ist die Prozesse die des Kindes. Gell? Und dann frage ich noch ab, ja, was SIG INT, was also dieses Unterbrechungssignal, dann gebe ich aus, aha, ich bin der Händler und es war ein Steuerung C und dann End und Tschüss. Gell? Ja, also aktiv, Exit 0. Gell? Also zuerst das Signal abfangen und dann etwas machen und dann noch Exit 0. Ja, das könnte man auch dazu benutzen, vor einer Unterbrechung noch etwas zu tun. Gell? Also hier geben wir einfach nur etwas aus. Gell? Also man könnte ja noch etwas ganz aktiv machen. Gell? Man kann etwas ausgeben, man kann aber auch vielleicht noch etwas abschließen wollen, bevor man aussteigt. Gell? Deswegen das mit dem Signalhändler, das ist eine feine Sache. Ja, und jetzt schauen wir uns die Main noch an. Gell? Also sie haben also am Anfang dieses Signal. Gell? Und dann geht's los. Wir haben ein Fork. Gell? Wir gehen also aus einem 2 machen. Und was machen wir dann? Ja, im Fehlerfall machen wir nichts. Und sonst fragen wir, wenn ich Skin-Prozess bin, gell, dann wartet der hier 10 Sekunden. Gell? Also er geht mal schlafen. Und ja, und dann sagt er, jetzt bin ich fertig. Also ausgeschlafen. Exit 0, tschüss. Und ja, wenn ich der Elternprozess bin, gell, dann gehe ich hier in eine Schleife. Gell, in die Schleife schreibe ich zumindest ein Sleep 1 hinein, damit er da nicht ja, da wie wild gell, da die Schleife da durchläuft gell, und damit eine ja, CPU-Lastung von 100% verursacht. Gell, wenn ich da ein Sleep drinnen habe, dann ist er schon ruhig. Gell. Ich könnte es auch ein bisschen verlängern, gell, dann geht er die Schleife noch langsamer machen. Gell. Alle 1000 Sekunden ein Schleifen durchläuft, das kostet nichts. Okay. Ja, dann gehen wir das mal speichern. Hat gespeichert. Make. Okay, er hat kompiliert. Ja, das gehen wir jetzt auch mal anschauen. Okay, also gehen wir wieder ein Top aufrufen. So, Delay D, das setzen wir auf 1. So, jede Sekunde aktualisieren. Und dann gehen wir den Filter einbauen. Gell, O. Und zwar Befehl. Richtig schreiben, Befehl ist gleich und das da drüben heißt Fork Signal. Fork Signal. So, nichts da, perfekt. Dann gehen wir es aufrufen und jo, schauen wir mal da. Oh, haben wir das schon lange nicht mehr aufgerufen? Ja, so müssen wir schreiben. Also / Fork Signal und aha, da sind 2 geil Eltern- und Kindprozess. Hier geben beide etwas aus, gell? Der Elternprozess gibt was aus und der Kindprozess gibt auch was aus. Aha, jetzt ist, aha, wir sind im Händler und SIG Child ist gekommen. Gell? Also Kindprozess hat fertig und es wird rund rausgegeben, was es ist. Gell? Und der Elternprozess ist noch da. Was macht der Elternprozess? Der ist da in dieser Schleife mit dem Sleep drinnen. Gell? Also der schläft in Ruhe 1000 Sekunden und dann schläft er wieder 1000 Sekunden. Gell? Also ja. Ja, wie bringen wir den da wieder raus? Mit einem Ctrl-C. Ctrl-C, gell? Und dann sagt er, aha, gleich, also da ist er sofort weg gewesen, gell? Und da sagt er, bin im Händler und es war Ctrl-C. Ende. Ja, das ist eine Möglichkeit, mit der Signalverarbeitung einen solchen Signalhändler zu schreiben, um dann anschließend ja, das Ende der Kinder zu überwachen und ja, die Zombies dann zu vermeiden, gell? Also die Zombies dann, diese Kinder sofort zu erlösen. Das können wir damit machen. Gell? Also, wenn das Signal kommt, wird der Signalhändler aufgerufen und dem Signalhändler wird das Wait durchgeführt. Ja, das da, jetzt kann man die Frage stellen, ja, kann ich aus dem Signalhändler etwas in meine Funktion zurückgeben, könnt ihr jetzt da vielleicht etwas da noch wissen oder so, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil ja weil der Signalhändler ja nicht aktiv aus der Funktion aufgerufen wird, gell? Also muss ich mir da dann schon was anderes einfallen lassen, gell? Das könnte eine globale Variable sein im einfachsten Fall, gell? Also sowas würde schon gehen, gell? Mhm. Okay,
Also das war Fork mit Signal.